Red, heute mit der Gelddruckmaschine Deutschrap. Warum Kapital? Das und noch mehr gibt's gleich, und zwar hier bei Red. Nur einer Minute geht's los, und zwar hier bei Red. Tja, gerade hat unsere Nationalmannschaft ihr Spiel gegen Island gewonnen. Good job, Jungs. Und das Trikot, das Jogis Jungs im Sommer bei der Europameisterschaft tragen werden, das durfte jetzt er hier präsentieren. Kapital Bra, der Berliner Rapper, der mit 26 schon Chartrekorde von den Beatles oder Michael Jackson gebrochen hat, der macht gerade wirklich alles zu Gold, was er anfasst. Auch Pizza. Welche deutschen Rapper gerade mega durchstarten, wie die so ticken und wie es wirklich aussieht mit Skandalklischees und dem Gangster-Image? Wir beleuchten jetzt das Phänomen Deutschrap. Tja, über Erfolgsgeheimnisse kann sie hier auch ein Lied singen. Lady Gaga hat einen Oscar gewonnen, hat alle Verkaufsrekorde gebrochen und sogar ihre Depressionen besiegt. Jetzt kommt aber was auf sie zu, das sie so auch noch nie erlebt hat. Sie muss sich nämlich öffentlich von einer verurteilten Mörderin angreifen lassen. Ja, die Witwe von Modelegende Maurizio Gucci, die kocht vor Wut über die Verfilmung ihres Lebens, in der Lady Gaga sie spielt. Was Patrizia Reggiani Lady Gaga vorwirft und wie sie heute über die Ermordung ihres Mannes spricht, wir haben jetzt den echt atemberaubenden Gucci-Krimi. Tja, mit einem Oscar-Preisträger geht's jetzt auch bei uns weiter. Matthew McConaughey ist ganz oben angekommen. Hollywood A-Lister, Sexiest Man Alive, und jetzt ist er auch noch unter die Autoren gegangen. Heute erscheint nämlich seine Autobiografie auch endlich hier in Deutschland. Welche schlimmen Details aus seiner Kindheit er in seinem Buch verrät und warum er trotz neuer Luxusvilla auf Hawaii lieber im Wohnwagen schläft. Wir haben jetzt schon mal ein paar Details. Tja, und weiter geht's mit wirklich krassen Bildern. Und noch mehr gibt's gleich hier bei uns. Germany's Next Topmodel bei Heidi Klum. Nächsten Donnerstag, 20.15 Uhr. Da sind wir wieder zurück bei Red mit Bildern, die echt sprachlos machen. Partys, die in Straßenschlachten enden, Ausgangssperren und Feierwütige, für die Corona scheinbar nicht existiert. Und eine Polizei, die mit Pfefferspray versucht, das Chaos in den Griff zu kriegen. Das alles passiert gerade in Miami. Wir waren vor Ort bei deutschen Anwohnern, deren Miami-Traumleben gerade zum absoluten Albtraum mutiert. Und wir haben mit Clubbesitzern gesprochen, die gerade den Umsatz ihres Lebens machen. Tja, zum Glück hat sie sich in den letzten Monaten sehr viele interviewt. Das gibt's gleich hier bei Red. Da sind wir wieder zurück bei Red mit einer starken und mutigen Demi Lovato. In einer neuen Doku erzählt sie nämlich, wie sie das Showbiz fast ihr Leben gekostet hätte, wie hart der Weg zurück in ein gesundes, glückliches Leben war und warum sie heute wieder richtig lachen kann. Hier sind unsere Star-News. So, jetzt habe ich noch was für alle Sportfans da draußen. Am Samstag gibt es den Fußballklassiker Deutschland gegen die Niederlande, und zwar bei der U21-Europameisterschaft. Sie können die Jungs live anfeuern, und zwar hier ab 20.15 Uhr auf Pro7. Ich bin morgen Abend bei Luke, die Schule und ich zu Gast. Um 20.15 Uhr in Sat.1. Es hat so viel Spaß gemacht und ich freue mich riesig, wenn Sie alle einschalten. Und heute sagen wir jetzt nochmal Tschüss mit Justin Bieber und seinem neuen Video zu Hold On. Ganz viel Spaß dabei und gutes Nächtle. Ciao.